Was wird die Fed heute tun? Eine der wichtigsten Sitzungen vielleicht der letzten Jahre, denn es ist ein Spagat zwischen auf der einen Seite Bankenkrise, auf der anderen Seite Bekämpfung der Inflation. Und die Aktienmärkte sagen, naja, die werden uns bald Zinssenkungen geben. Das sieht man an den Aktienmärkten insofern, als vor allem Big Tech wieder gekauft wird ohne Ende. Das sind praktisch ja die großen Profiteure der Nullzinsen gewesen. Man spielt also so ein bisschen das Jahr 2021, als die großen Tech-Werte ja die Rallye angeführt hatten. Die Anleihemärkte und die Fed Fund Futures dagegen sagen, naja, das ist noch lange nicht fertig. Die Fed wird mindestens zweimal die Zinsen anheben und wahrscheinlich auch länger hochlassen. Also das ist wieder mal eine Diskrepanz zwischen den Aktienmärkten auf der einen Seite und den Anleihemärkten, die zuletzt ja wieder steigende Renditen gesehen haben auf der anderen Seite. Schauen wir uns vor der Fed-Sitzung die ganze Geschichte nochmal an. Ich werde noch einiges in Sachen Banken sagen in den USA und versuchen zu zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit extrem gering ist aus meiner Sicht, dass diese Geschichte schon beendet ist. Aber kommen wir zunächst zur Fed. Lisa Abramovic sagt, das erste Mal seit einem Jahr ist die Situation so, dass nicht wirklich klar ist, was passieren wird. Normalerweise hat die Fed das so stark signalisiert in Äußerungen von Fed-Mitgliedern, was kommen wird. Das hat eigentlich niemand mehr überrascht. Das war eine ganz, ganz klare Geschichte. Wie ist es diesmal? Ja, Crush Inflation oder Crush Finanzsystem, das ist die große Frage. Wir sehen die Fed Fund Futures preisen eine Wahrscheinlichkeit von 86,4% ein, dass die Fed die Zinsen heute um 0,25 anheben wird. Nur 13,6% die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht passieren wird. Wichtig vor allem die Forward Guidance. Die Fed wird ja heute immer alle drei Monate, nämlich März, Juni, September, Dezember, gibt es einen Ausblick auf Inflation und es gibt einen Ausblick auf die Wirtschaftsentwicklung. Und eben diese sogenannte Forward Guidance, da darf man gespannt sein, wird die Fed die Inflationsprognose anheben? Wie wird es mit der Wirtschaftsprognose sein? Wahrscheinlich wird man eben, wie JP Morgan hier sagt, nicht mehr von ongoing increases sprechen, der Zinsen, also weiter fortgesetzten Steigerungen der Zinsen. Aber die ganze Geschichte ist wirklich hoch umstritten derzeit. Wir sehen, dass etwa Bank of America, Barclays, Deutsche, JP Morgan und Morgan Stanley 25 Basispunkte Anhebung erwarten. Zwei Banken, nämlich Goldman und Wells Fargo, sagen Pause. Eine Bank sagt sogar, nein, die Fed wird heute die Zinsen senken. Das wäre natürlich eine totale Überraschung. Und ich halte diese Überraschung für sehr unwahrscheinlich, denn die Fed dürfte nicht interessiert daran sein, jetzt durch eine komplett abweichende Entscheidung, die also jenseits der Erwartung liegt, wie zum Beispiel eine Zinssenkung oder eben auch eine 0,5-Zinsanhebung, die Märkte irgendwie weiter zu verunsichern. Charles Gasparino sagt hier, Financial CEOs, also die Bosse der dicken Banken, sagen da unter Berufung auf Janet Yellen, die Finanzministerin, all bank deposits are secured und also praktisch die Einlagen sind sicher. Das gibt Paul die Möglichkeit für mindestens einen 25 Basispunkte Anhebungsschritt. Aber niemand weiß natürlich, was die Fed weiß, ob da hinter den Kulissen irgendetwas abläuft, was wir nicht wissen. Dann antwortet hier ein anderer Twitter-Kommentator, naja, wenn es weniger als 25 Basispunkte Zinsanhebung sind, dann wissen wir, dass da etwas hinter den Kulissen läuft, was wohl ein bisschen dramatischer ist. Wichtig dann neben diesen Projektionen, neben der Zinsentscheidung, natürlich auch die sogenannten Dotplots, also die Erwartungen des Zinspfades durch die Fed-Mitglieder selber. Man erwartet, dass die mindestens um 0,25% im Vergleich zu den letzten Dotplots steigen werden. Und Nick Timiraos, der Fed-Whisperer, also das Mouthpiece der Fed, wie er genannt wird, also derjenige Journalist des Wall Street Journal, der so ein bisschen als Überbringer von Botschaften an die Märkte hier gesehen wird, und der sagt, es gibt hier eine Studie, die zeigt, dass die Marktvolatilität bei Pressekonferenzen von Jerome Powell deutlich höher ist, als das bei Yellen und Bernanke, den ehemaligen Fed-Chefs, gewesen ist. Ja, da ist was dran. Natürlich ist Powell auch in einem komplett anderen Umfeld als die vorherigen Notenbanker, denn er musste jetzt ziemlich schnell und rasant die Zinsen anheben und die Kritik an der Fed wird immer größer, so wie hier im Economist, der britischen Wirtschaftszeitung, The Fed That Failed, die Fed, die versagt hat.
denn sie hat offenkundig bei der Aufsicht der Banken versagt. Silicon Valley Pleite, Signature Pleite, all das hat man offensichtlich nicht kommen sehen. Man hat versagt bei der Einschätzung der Inflation, dann hat man sehr, sehr schnell die Zinsen angehoben. Dadurch entstand diese Bankenkrise und das ist natürlich jetzt ein Glaubwürdigkeitsproblem, das man hat. Deswegen denke ich, wenn die Fed Fund Futures sagen, wir werden 25 Basispunkte sehen, dann wird es auch so kommen. Normalerweise, so sagt der legendäre Stanley Druckenmiller, ist es so, dass die Fed die Zinsen über die Inflation anhebt. Wir sind jetzt ja bei 4,5 bis 4,75% bei den Zinsen. Die Inflation, so die letzten Daten, waren 6%. Und das wäre dann das erste Mal, wenn das nicht passieren würde, also wenn die Fed vorher schon beginnt, die Zinsanhebungen zu stoppen oder gar die Zinsen zu senken, oder eben vielleicht kommt ja die Inflation auch stark runter. Aber kommen wir jetzt nochmal zu dieser Bankenkrise. Hier sehen wir die kalifornische PacWest Bank heute unter Druck. Und der Grund ist der gleiche, den wir gesehen haben schon bei anderen Banken. Man wollte eigentlich eine Kapitalerhöhung heute machen. Das ist gescheitert. Offenkundig waren die Investoren nicht bereit, hier nochmal Kapital reinzuschießen. Dann hat man gesagt, seitens der PacWest, naja, wir haben jetzt doch uns dagegen entschieden. Man musste kommunizieren, dass 20 Milliarden Dollar seit Jahresbeginn abgeflossen sind. Das ist eine Menge Holz. Die Bank hat so um und bei Deposits im Bereich 85, 86 Milliarden Dollar, ist also deutlich kleiner als Silicon Valley Bank. Etwa die Hälfte stand Ende 2021. Jetzt hat man sich 3,7 Milliarden geliehen von der FHLB. Man hat 10,5 Milliarden geliehen von der Fed, nämlich dem Discount Window, dem letzten Boxenstopp. Und dann hat man noch ein anderes Programm in Volumen von 2,1 Milliarden genutzt. Aber das Problem, das die PacWest hat, ist das, was alle dieser etwas kleineren Banken haben. Nämlich, sie haben zu wenig Collateral, sie haben zu wenig Sicherheitshinterlegung. Denn das Discount Window der Fed, das akzeptiert nur Staatsanleihen, US-Staatsanleihen oder Mortgage-Backed Securities. Das aber ist nur in begrenztem Maße bei diesen mittelgroßen Banken, sage ich mal, der Fall. Und deswegen bekommt man schlichtweg nicht mehr von der Fed. Das ist das strukturelle Problem, das alle Banken haben. Sie sind konfrontiert mit Abflüssen, Mittelabflüssen durch die Kunden. Und warum das so ist, will ich gleich nochmal zeigen. Und gleichzeitig kommen sie eben nicht an manche Gelder ran, weil ihnen die Sicherheiten fehlen. Hier sagt Jim Bianco etwa, jetzt gibt es drei Möglichkeiten. Hier vorzugehen, und wenn die Fed also jetzt die Funds Rate senkt, dann riskiert man eine höhere und dauerhaftere Inflation. Raise Saving Rates kill Bank Profitability. Also entweder es wird dann durch die Anhebung der Sparquoten die Profitabilität letztendlich getroffen, also wenn die Banken schlichtweg weniger machen, weniger Kredite vergeben etc. Und das ist dieser Teufelskreis, den die Banken letztendlich haben. Hier sehen wir mal der Report vom 8. März. Das war also vor den ganzen Turbulenzen um die Silicon Valley Bank. Als das noch nicht passiert ist, sehen wir hier Abflüsse in seit der Finanzkrise nicht mehr gesehenem Ausmaß. Das heißt, die Leute haben ihr Geld abgezogen von den Banken, vor allem von kleineren Banken. Hier sehen wir das nochmal im etwas größeren Kontext. Nicht ganz so stark wie 2008, auch nicht so stark wie in der Dotcom-Krise. Und dann gab es ähnlich starke Abhebungen nur in den 1970er und früher 80er Jahren. Damals ja auch Hochinflation, hohe Zinsen, damit auch Alternativen für die Kunden, dass sie gesagt haben, okay, ich kriege hier woanders eben wirklich gute Zinsen. Und das ist das Kernproblem hier in dieser Grafik, die ich von Game of Trades entnommen habe, die ein hervorragendes Video dazu gemacht haben. Hier sehen wir mal Money Market Fund Rate, also praktisch das, was man am Geldmarkt an Renditen, an Zinsen bekommen kann, ist so im Bereich 4,5 bis 5%. Und unten rot sehen wir die sogenannte Deposit Rate, also das, was die Banken an die Kunden ausschütten. Und diese Differenz ist riesig. Jetzt wäre die einzige Möglichkeit, um die Mittelabflüsse bei den Banken zu stoppen, eben, dass die Deposit Rate nach oben geht, dass also die Banken hergehen und sagen, ich gebe dir mehr Zinsen, lieber Kunde. Aber das wiederum würde eben dann die Profitabilität der Bank komplett zerschießen. Sie leben ja im Prinzip von dieser Differenz.
Also das ist die schwierige Gemengelage. Das wäre die einzige Chance, letztendlich diese ganze Geschichte zu verhindern. Und da das nicht so passieren kann, sehen wir, dass die Vergabekriterien, die Kreditvergabekriterien immer strenger werden. Da sind wir jetzt deutlich angezogen und man sieht hier dunkelgrau diese Balken, das sind Rezessionen. Jedes Mal, wenn die Kreditvergabekriterien so stark nach oben gehen, dann kam eine Rezession und jetzt gleichen wir das nochmal ab, auch mit der Arbeitslosenquote. Also hier sehen wir die Kreditvergabekriterien, strenger, laxer, gleichzeitig die Arbeitslosenquote und wir sehen, je strenger die Kreditvergabekriterien sind, das konkurriert dann mit der Arbeitslosigkeit, das wiederum mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit und das wiederum konkurriert dann eben mit einer Rezession und deswegen gehe ich davon aus, dass die Aktienmärkte äußerst optimistisch sind. Da müsste jetzt irgendwie ein Gamechanger her, es müsste also eine totale Drehung sein, die Banken wieder super optimistisch werden lässt, dass sie sagen, okay, wir lockern jetzt unsere Kreditvergabestandards, aber das sehe ich schlichtweg nicht und so erwartet auch Liz Saunders von Charles Schwab. Sie sagt, ein Credit Crunch dürfte der Fall sein, also wir sehen wahrscheinlich massive Rückgänge bei der Kreditvergabe und sie sagt, und das finde ich sehr treffend, wir hatten 2008 ein Solvenzproblem, jetzt haben wir eher ein Liquiditätsproblem, 2008 Vertrauenskrise innerhalb der Bankenszene. Jetzt haben wir sozusagen eine Vertrauenskrise zwischen Kunden und Banken, weil die Kunden sagen, naja, ich kriege woanders viel höhere Zinsen, also ziehe ich doch mal mein Geld ab. Hier sehen wir nochmal die Verteilung, hatte ich schon öfter gezeigt, vor allem Commercial Real Estate, da sind diese Small Banks oder mittelgroßen Banks letztendlich engagiert und alleine in diesem Jahr, jetzt noch 2023, werden 270 Milliarden Dollar fällig, die dann neu finanziert werden müssen. Das heißt, wir haben jetzt ja die Situation, dass Gewerbeimmobilien unter Druck sind, die Preise derselben. Gleichzeitig sind die Zinsen massiv gestiegen. Das heißt, jetzt kommt eine neue Finanzierungsrunde und das kann bitter werden. Insgesamt halten diese kleineren Banken 2,3 Billionen in Commercial Real Estate. Also da sind die massiv engagiert und wie stark das in den letzten Jahren im Gefolge auch der Nullzinspolitik der Fed nach oben gegangen ist, sehen wir in dieser Grafik. Das ist geradezu explodiert, eben vor allem seit 2020, hat aber seit der Finanzkrise einen steilen Aufwärtstrend. Kommen wir nochmal kurz zu den Märkten, nämlich die Aktienmärkte, die weiter sehr optimistisch sind. Paul, gib uns das, was wir wollen, sonst sind wir dir böse. Hier sehen wir mal die neuen Hochs und neuen Tiefs beim Nasdaq. Wir sehen also diese Rallye, aber auf der anderen Seite sehen wir immer mehr neue Tiefs und weniger neue Hochs. Es sind wieder mal die Dickfische. Die großen Tech-Werte, die das Ganze hier treiben, mal sehen, das muss irgendwie sich ändern. Wir sehen hier Marktböden, hier gestrichelt, wann das der Fall ist. Derzeit zeigt das hier noch weiter nach unten. Kommen wir jetzt, meine Damen und Herren, nochmal zur EZB. Und hier legendär heute Frau Lagarde, die gesagt hat, wir sind nicht verpflichtet, die Zinsen weiter anzuheben, aber wir sind auch nicht fertig mit der Anhebung der Zinsen. Also das ist Hegelsche Dialektik vom allerfeinsten. These, Antithese, Synthese bei Hegel. Bei Lagarde ist das These, Antithese, Unsinn, aber Schwamm drüber. Dann hat sie gesagt, es zeigt sich nicht, dass die Underlying Inflation, also die Kerninflation ohne Nahrung und Energie, irgendwie nach unten gehen würde. Und wir werden weiter an unserem Ziel der Bekämpfung der Inflation festhalten, gleichzeitig aber eben auch die Finanzstabilitätsrisiken berücksichtigen, also für jeden irgendwie alles. Und der deutsche Bundesbankchef Nagel hat heute gesagt, unser Kampf gegen die Inflation ist nicht vorüber. Wir werden hier weitermachen müssen bei der Bekämpfung eben der Inflation. Und dann hier erste Artikelempfehlung, meine Damen und Herren, schon. Nämlich EZB, Inflation und Bankenkrise. Lagarde verspricht Wunder. Sie ist ja gelernte Politikerin. Ich verspreche mal allen alles, gell? Auf der einen Seite Finanzstabilität, Bankenkrise. Eigentlich müsste man dann Liquidität ins System schippen, wahrscheinlich. Auf der anderen Seite würde das die Inflation nach oben bringen. Aber für Lagarde geht das alles zusammen. Heute hat Lane, der Chefvolkswirt, gesagt, ja, also diese Banken
Turbulenzen könnten sich als Nicht-Ereignis herausstellen. Da bin ich mal gespannt, Herr Lane. Das dürfte so richtig sein wie seine Inflationsprognosen. Und dann jetzt nochmal vor der Fed. Hochspannung vor einer der wichtigsten Zinsentscheidungen. Alles, was Sie wissen müssen, nochmal vor der Sitzung 19 Uhr, die ich ja begleiten werde. Zunächst mal in den Headlines, die Entscheidung der Fed. Alles schriftlich bei finanzmarktwelt.de und 19:30 dann einen Live-Kommentar schriftlich auch auf finanzmarktwelt.de zu der Pressekonferenz von Jerome Powell. Und ich empfehle auch noch als drittes vor der Fed den André Stagge mit einem Video. Wichtiger als der Zinsschritt selbst werden die sogenannten Dotplots. Also drei Empfehlungen und keine Empfehlung, sondern ein absolutes Muss, meine Damen und Herren. 19 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt und 19:30 Uhr. Jetzt sage ich erst einmal Servus und Ciao.